Hallo und herzlich willkommen im Anwesen des blutigen Barons. Und ich glaube, wir sollen ihm folgen, ne? Mal schauen, wo er hingegangen ist, ne? Aber ist schon toll, dass man hier wirklich so... Das müssen sie wirklich dann auch in Skyrim so machen. Dass man hier so aus dem Fenster rausschauen kann, ne? Und dann alles so draußen sieht, wie es denn, ja, Echtzeit ist, ne? Na gut, also dann, folgen wir ihm mal. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor, so eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Mein Medaillon. Es vibriert. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Was könnte ein Kerzenleuchter hier für ein Hinweis sein? Schwierig, oder? Na, gehen wir mal weiter. Hier geht's weiter. Wir schauen aber erst nochmal am Bett entlang. Ein riesiges Bett. Ja, wir müssen dort in dieser Tür... Halt! Mein Hexe-Amulett. Es vibriert. Ah, hier. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Frisch. Nun ja. Zumindest ein treu sorgender Papa. Wenn auch blutig. Ja, es ist ganz gut. Wenn man in der Nähe von irgendwas ist, dann vibriert das Hexe-Amulett und das bekomme ich dann mit, ne? Na gut, dann wollen wir schauen, was hier ist. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Das Bild... Die Größe stimmt. Tja, mit Art kann ich hier nichts ausrichten. Was haben Sie das Bild? Was für ein Bild? Ach so, das Bild. Halt, Moment. Ach so, das Bild. Das ist umgehängt worden. Warum? Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Ja, ein Schrank. Oder Moment, vielleicht können wir hier durch. Oder doch von der anderen Seite. Nee, ich brauche hier Art, oder? Oder? Oh, jetzt habe ich aber ganz schön was durcheinander gebracht. Oder ist es doch von der anderen Seite wahrscheinlich, ne? Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Moment. So richtig blicke ich hier noch nicht durch.
Was hat der Schaft hier im Schrank zu suchen? Ein Kampf? Der Schaft hier durch? Vom Kerzenleuchter? Weil? Geralt, hilfst du mir mal kurz? Ah, Kratzer. Tiefe Kerben, geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Aber doch wohl nicht dem Kerzenleuchter, der war doch aus Holz, oder? Ich blick noch nicht ganz durch. Mein Hexersinn ist noch... Moment, gehen wir nochmal hier hin. Der Rest des Leuchters und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Aha. Na, wieder raus. Auf alle Fälle raus. Aber ich blick noch nicht ganz durch, warum dieses Loch hier hinten ist. Versteht ihr? Das ist mir irgendwie... Na gut. Gehen wir mal dem Geruch nach. Hallo. Geh mir aus den Augen. Nach unten auf alle Fälle. Moment. Geht's hier durch? Ist hier ein Brett los? Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Naja, vielleicht finde ich was anderes. Nicht ganz, mein Freund. Ein Talisman. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Heißt was? Wir schauen mal kurz, was das heißt für uns. So richtig, ja. Das war klar, dass wir mit dem Baron drüber sprechen müssten, denn mir wäre jetzt nichts anderes eingefallen. Kleiner Pisser. Sagt mal. Ach nee, das ist der, da wird jemand befragt, oder? Na, Suche beendet? Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? Dreimal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Hervelus? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Aber der hat doch nichts selbst mit der Entführung zu tun, oder? Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig.
Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Verdammt, wie dynamisch die Dialoge sind, ne? Und echt der Wahnsinn. Also wenn man es mal mit Skyrim oder so vergleicht, wie ausgearbeitet die unterschiedlichen Gesichter sind, ist schon beeindruckend. Ja, dann würde ich mal behaupten, wir gehen zu diesem komischen Weideladen, ne? Der hier drüben anscheinend ist. Ups. Also müssen wir irgendwie wieder raus hier. Schauen wir, wie wir hier rauskommen. Und dann, ich glaube, ich habe die Grenze. Ja, das solltest du was dagegen unternehmen, mein Freund. Gegen die Grätze. Hi. Kleiner Pisser. Tatsächlich, das ist uns gewidmet. Kommen wir da rein. Ja, da wollen wir aber nicht rein. Wir wollen irgendwie raus. Müssen wir da noch eins runter? Wahrscheinlich. Oder kommen wir da unten in den Keller? Bin mir noch nicht ganz sicher. Moment. Ah, okay. Hol den Sonderling raus! Ich glaube, der Sonderling schläft. Na und? Also musst du jetzt gehen und ihn wecken. Hallo? Alles klar hier? Die sind alle besoffen hier. Also, ich sag euch eins. Hier ist was los. Nee, kann man nicht lesen. Was bewachst denn du hier? Darf ich hier durch? Ja. Oh, ist das eine Burg? Da hätte ich ja so reingekonnt. Eieiei, abgeschlossen. Okay, dann lass es abgeschlossen sein. Gut, dann, ja, wir sind hier unten im Keller. Sag mal, wie sprinte ich denn eigentlich? So nicht. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Glaube ich. So, wir müssen aber rauf. Ich denke, ich muss rauf. Ja, ich hab's drauf. Kleiner Pisser. Dein Mund! Wo kommt man denn hier raus? Oh, da sieht's freundlich aus, oder? Ah. Sehr schön. Wir Gut. müssen die Pferde tränken. Gut. Nachts, wie immer. Aber man sieht schön nachts hier. Das ist toll. Jetzt kommen wir auf alle Fälle hier raus. Ist da drin schon eine beschissene Stunde zugange. Der muss ja ein dickes Ei legen. Was machst du da? Warum hey Jungs, du das durch? Ob wir mal losziehen und uns die Bestie vorknüpfen? Die alte Pandemie. Ja, knöpft euch mal die Bestie vor. Muss ich eigentlich noch gegen irgendwelche Idioten hier kämpfen? Nee, ne? Seid ihr jetzt zufrieden mit alledem? Na gut. So, auf geht's. Zum Weideler. Oder wie hieß der? Glaub, ne? Halt, wartet mal. Hier muss ich doch raus. Vorbeigelaufen. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Halt deinen Mund! Die sind so böse. Ne? Gibt's ja gar nicht. Die sind vertrimmt worden wie Novigrader Hure. So, ich muss mal schauen jetzt hier, dass ich, weil, wie gesagt, nach meiner Sommerpause, da muss ich mal schauen, dass ich das... So, 1, 2, 3. Achso, was ist das? Ja, das ist das. Ich gehe mal auf Igni. Upsa. Mhm. Das ist der große, der... Wie war nochmal, wie war nochmal, ich weiß es nicht mehr.
Ja, das ist das. Das ziehe ich an. Es war doch noch irgendwas, das man blocken konnte, oder? Ach so, halt. Wir schauen mal, wo wir sind und ob wir unser Pferd brauchen oder ob man das auch... Halt, Cutter. Oder ob man das auch zu Fuß hinbekommt. Nee, wo ist denn das Tier? Wartet mal, wir gehen mal kurz ein bisschen links und schauen mal, ob wir diesen nicht erkundeten Ort finden. Ne? Wir halten uns mal ein bisschen links. Hier so. Da vorne ist irgendjemand. Was war denn überhaupt mein Silberschwert? Wartet mal kurz, ich gehe mal kurz ins Inventar. Wie sieht es denn überhaupt mit unserer Gesundheit aus? Sieht toll aus, ne? Und unsere Stahlwaffe ist... Ah, dasselbe Schwert ist das nicht so gebogene, ne? So, wo ist hier... Da. Seht ihr irgendjemanden? Wartet mal, ich schaue nochmal auf die Karte. Wir sind genau auf dem Weg. Halt! Kommen wir dagegen an? Bin mir nicht ganz sicher. Hallo! Hallihallo! Warte mal, wie war denn das mit meiner Brust hier? Au! 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 Ah! Das sind sie ein bisschen, ne? Da ist noch irgendwie, hat die KI hier noch ein kleines Problem mit. Aber ich glaube, ich verschieße hier meine ganzen Bolzen. Na gut, reicht. Komm her, Junge. Warte mal, Quen wäre schön. Muss hier voll. Oh. Einen haben wir noch. Wieso leuchtest du eigentlich so rötlich? Der war nicht schlecht, ne? So fürs erste Mal wieder nach der Pause. So, was ist denn anzubieten, mein Freund? Ghule, aha, das waren rot leuchtende Ghule. Halt. Ach, da ist ein Nest, ne? Irgendwo ist ein Nest. Wie nimmt man alles auf? Da. Das muss doch ein hier irgendwo. Ghule-Nest. Ich muss es zerstören. Na, das zerstöre. Ja, dann noch mehr kommen. Noch mehr? Tatsächlich. Ah, ich kann nicht speichern. Ich hätte gern gespeichert. Nicht, dass ich jetzt nach... Ah, wartet mal, da drüben. Das sieht aus wie Feuer. Ah, ich hätte jetzt gerne... Wisst ihr, was ich gerne gehabt hätte? Ah, ich hätte gerne jetzt mein Ignica. Ich hätte wirklich sehr gerne mein Ignige.
Aber es geht, glaube ich, auch so. Es geht auch mit dem Quen. Na, mein Freund. Sind wir bereit? Au! Puh. Ja, ich hätte gern hier, ne, mein Igni gehabt. Schade eigentlich. Wirklich zu schade. Ich würde nicht so gern auf dir rumsteigen hier. Wäre natürlich nicht das Schlechteste gewesen, ne? Den haben wir schon geplündert, ne? Wo liegt noch einer? Haben wir alle? Glaub, ne? Oh, Gesellenwaffenreparaturset. Ja, Waffenreparaturset. Ich bin mir nicht ganz sicher. Haben wir das schon mal jemals verwendet? Ja, das ist toll hier. Wir hatten so schön unser Igni einsetzen können. Haben wir das nicht? Oh. Ein Langschwert. Okay. Halt! Da ist noch was. Asche. Aschevölker. So, dann könnten wir eigentlich... Ja, das ist irgendein Wagen geplündert worden hier, ne? Dann könnten wir eigentlich weiter. Allerdings... Hier ist oft Sturm, oder? Was sagt denn ihr dazu? Würde ich beinahe behaupten, das ist ziemlich weit weg. Wir müssen durch Schwarzzweig, dass ich mein Pferd hole. Wie war denn das Pferd holen? Hm. Wie war denn das Pferd holen? Ich weiß es nicht. Pferd. Ich weiß es echt nicht mehr. Wartet mal, ich bin gleich wieder da. Ich muss mal in die Steuerung schauen. Hab's vergessen. Hab's echt vergessen. Aha. Zweimal. Ich muss zweimal drücken, nicht nur einmal. So, komm. Plötze. Wird Zeit. Es wird Zeit. Wohin müssen wir denn eigentlich? Ich glaub hier hin. Schau mal lieber nochmal. Langsamer. Wir sind doch schon auf dem langsamsten. Ja. Wir sind doch schon auf dem langsamsten. Nicht schlecht, ne? Wie er so durch die Pfütze durchgeht. So, jetzt müssen wir durch Ehrchen. Halt, Moment. Seid ihr, hey. Seid ihr böse? Aus Kübel. Oh ja. Oh ja. Wirklich und wahrhaftig. Hier ist irgendwo ein Schmied, ne? Ja, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Irgendwie war es doch dann gerade durch, oder? Schon gehört? Was? Sie haben Margarete. Langsamer. Übel zugerichtet. Eine Bestie muss sie angefallen haben. Ja, ich habe sowas gehört. Sie muss wohl Wölfen begegnet sein. Aber Njellen, er tut mir leid. Irgendein Scheusal hat seine Frau getötet. Jetzt ihre Schwester. Nun hat er niemanden mehr auf der Welt. Was hier? Wow, schaut mal hin. Ist das nicht fantastisch? Leicht fantastisch, ne? Ja, ich muss trotzdem nochmal schauen. Mein Orientierungssinn sagt mir ja. Obwohl, ne? Ist mir häufig gar nicht so falsch gelegen. Hoffentlich bricht nicht noch ein Baum hier. Das wäre es noch, ne? Wenn hier noch Bäume reinbrechen. So, wir gehen zu irgendeiner Hütte, ne? Da ist er. Da ist jemand. Oha, Plätze. Was ist hier los? Niemand daheim! Weißen Streuner! Schwör ab, du Monster! Überall, wo wir sind.
Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Ich hab nix, ne? Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edricks Gedärmen nistet und Edric haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edric nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edric helfen könnt. Zur Hölle, für wen hältst du dich? Für einen Hexer. Einen Hexer? Hört ihr das? Entweder wimmelt es in Velen auf einmal nur so von Hexern, oder dieser Bastard hat unsere Jungs am Scheideweg erledigt. Ja. Alle zusammen! Weiter, weiter! Verdammt! Au! Gib den Teufel was zum Ficken! Verdammt noch eins. Au! Dieser blöde... Sag mal, hab ich überhaupt noch... Hinter ihm! Wo ist der Armbrustschütze? Wo ist der verdammte Armbrustschütze? Ah! Da ist noch einer. Na, komm her, Junge. Ah! Ah. Mal sehen, was das für einer ist, der Edrics Freunde so aufgebracht hat. Wir müssen trotzdem mal schauen. Richt, haben wir irgendwelche Freunde von denen niedergemacht? Kann mich echt nicht mehr dran entsinnen. Blötze, alles in Ordnung? Okay. Schauen wir mal, hier liegt noch einer. Wir müssen trotzdem mal kurz reinschauen in unser Inventar. Ne, wir haben noch. Wir haben noch zwei. Warum um alles in der Welt konnte ich die nicht einsetzen? Wie setze ich die ein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keinen. Achso, ich wollte mal schauen. Wie viel habe ich denn noch? Eigentlich noch genug Leben, ne? Hat im Hamburg. Allerdings, wenn ich nicht weiß, wie das einzusetzen geht, ist es natürlich. Wie hatte ich denn das immer? Ach, ich glaube, ich weiß es eventuell. Dann klopfen wir. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen? Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Du hast das Amulett angefertigt? Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Du
gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses Rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen, aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du wohin? Nein, nein, nein. Weidler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weidler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege, sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich, nicht ohne die Ziege. Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin, Prinzessin, wo bist du nur hin? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Ja, wer weiß. Vielleicht greifen uns ja übergroße Waldhimbeeren an. In der nächsten Folge aber. Das Ding, ein Reetdach. Ne? Strom, ein Reetdach. Nächste Folge. Ne? Ich merke schon wieder das Amulett. Also, sag mal, gibt es hier nur schlechtes Wetter oder was ist denn hier los? Auf alle Fälle, was wollte ich noch sagen? Ein Meisterwerk. Also The Witcher ist echt ein Meisterwerk. Sowohl der erste, zweite als auch dritte Teil. Toll. Bin mal gespannt auf das nächste Projekt von denen. Soll in der Zukunft spielen. Ciao, ciao vorerst.